Liebe Zuschauer, ich kann Ihnen eins sagen, die Rahmenbedingungen, die passen hier aber sowas von. Zwei Mannschaften, beide motiviert. Wir gehen von einer ausverkauften Arena aus. Und das hat auch durchaus seinen Grund, denn das Wetter, das spielt wirklich mit. Sonnenschein, wunderbar, angenehme Temperaturen, kein Wölkchen zu sehen. Also es kann doch nur ein richtig gutes Fußballspiel werden. Ist das ein Tempel oder was? Ein echter Fußballtempel. Das wird hier ein attraktives Spiel werden zwischen diesen beiden Top-Mannschaften. Also es gibt keine echten Zwänge, weil es nicht um so viel geht. Und wir haben zwei Mannschaften, die für große Fußballkunst und Fußballkultur stehen. Es kann ein richtig überwältigendes Spiel werden. Damit sind wir im Spiel. Hansi, wer ist für dich eigentlich die Schlüsselfigur des Spiels? Ein Mann wie Willian, der verkörpert einfach alles, was der moderne Fußball braucht. Er geht die weiten Wege auch in die Defensive. Und er ist immer gefährlich, wenn er überfallartig von hinten zum Konter ansetzt. Ja, das wäre übrigens auch meine Einschätzung gewesen. Mal sehen, ob er denn seine Qualität auf den Rasen bringen kann. Willian. Hector Bellerin. Den hat er. Und Riesenmöglichkeit. Am Tor vorbei. Auf den müssen Sie aufpassen. Kaum einer dribbelt so schön, so stark, so effektiv wie er. Aber er lässt die Chance liegen. Verliert den festen Stand. Mohamed Elneny. William. In die Gasse. Nketiah. Und er schießt. Und er hat den Ball gehalten, aber er hat ihn nicht festgehalten. Glück für ihn, dass der eigene Mann zur Stelle ist. Wieder aus, wieder Einwurf. Siehst du das, wie sich da die Außenverteidiger immer mehr nach vorn orientieren? Ja, absolut, aber warum? Ganz klare Strategie. Jetzt wollen wir den Gegner hinten reindrücken. Und je mehr Druck wir machen, umso mehr Kontrolle bekommen wir über den Gegner, über die Flügel. Versucht's nochmal. Viel zu weit am Tor vorbei. Da habe ich mich ja fast schon weggedreht, weil ich gedacht habe, der Ball liegt schon im Netz. Und irgendwie hat er ihn dann doch noch verdoppelt. David Luiz. David Luiz denkt sofort positiv und sucht seinen Mitspieler ganz vorne. Er schießt. Na bitte, Tor! Jetzt also beginnt dieses Spiel endgültig. Das ist ihre Spielphilosophie. Balleroberung mit hoher Aggressivität und dann innerhalb weniger Sekunden zum Abschluss kommen.